Wenn Sie eine Videoproduktion mit mehreren Kameras erstellt haben, zum Beispiel eine Theateraufführung, ein Musikkonzert oder ähnlich, dann können Sie die unterschiedlichen aufgenommenen Szenen der Kameras mit VidStudio synchronisieren und einen sogenannten Multicam-Schnitt erzeugen. Was ich gemacht habe, ist einmal eine Theaterproduktion gefilmt mit drei Kameras. Die eine Kamera hat Details aufgenommen, die Kamera 2 war eine totale, das heißt, sie hat sich nur wenig bewegt, und die dritte Kamera hat auf der gegenüberliegenden Seite der Bühne ebenfalls Details aufgenommen. Zudem steht mir ein Audiofile zur Verfügung, in dem das Audio der Bühne mit Mikrofonen zusätzlich aufgenommen wurde. Als erstes muss ich also die Kameras und diese Audiodatei synchronisieren, sodass ich mit dem Schnitt beginnen kann. Als erstes werde ich die unterschiedlichen Kamerasequenzen auf die Timeline legen. Eine automatische Synchronisation bzw. eine Multicam-Funktion in VidStudio gibt es nicht, sondern die Synchronisation muss auf der Timeline manuell geschehen. Das ist aber in der Regel sehr einfach und ich zeige Ihnen, wie dies funktioniert. Sie haben unterschiedliche Möglichkeiten, Videosequenzen zu synchronisieren. Zum einen über das Bild, also zum Beispiel, wenn es eine Situation gibt wie diese hier, wo Personen in die Hände klatschen, wo es eben sehr einfach ist, das Video auf einen bestimmten Zeitpunkt zu synchronisieren, zum Beispiel in dem Moment, wo sich diese beiden Hände berühren. Das wäre nun der Fall. Ich kann nun die gleiche Situation auf einer anderen Kamera suchen und dann diese so miteinander synchronisieren. Eine andere Möglichkeit ist das Audio. Sie sehen zum Beispiel in der Audiospur, dass es unterschiedliche Situationen gibt, wo das Audio laut und wieder leise ist. Es ist möglich, einen Punkt zu suchen, bei dem das Audio sehr laut ist und man dann einfach die Spitzen von einer zur anderen Kamera miteinander synchronisiert. Ich zeige Ihnen dies zuerst einmal anhand des Bildes. Und zwar muss ich natürlich eine Szene im Film suchen, die mindestens auf zwei Kameras ersichtlich ist. Ich schaue das einmal an. Das heißt, ich habe die Situation, wo diese beiden Personen auf der linken Seite dieses Bildes tanzen und einander in die Hände klatschen. Sie drehen sich und dann schwenkt die Kamera weg. Das heißt also, damit ich genau die gleiche Situation finde, werde ich eine Situation auf der anderen Kamera suchen, wo sich diese beiden Personen drehen. Das heißt, ich werde das letzte Klatschen, bevor sie sich drehen, als Synchronisationspunkt nehmen. Jetzt werde ich die Playline genau auf diese Situation bringen, wo sich eben genau die Hände berühren. Und an dieser Situation werde ich das Video schneiden. Ich werde den Anfang dann wieder erstellen, aber am einfachsten geht dies, wenn ich einfach den Anfang wegschneide und den Anfang einmal lösche. So, auf der ersten Spur habe ich jetzt die Kamera 1. Ich nehme einmal die totale Kamera und schalte einfach dieses Bild aus. Sie sehen, dass auf der totalen Kamera kein Audio vorhanden ist, also es ist nicht möglich, das Audio von dieser Kamera zu nehmen, um eine Synchronisation zu machen, sondern ich muss auf das Bild schauen. Ich suche nun die gleiche Situation, wo diese beiden Personen miteinander tanzen. Das wäre hier der Fall. Es ist leider etwas klein, aber man kann es herausfinden. Ich suche die Stelle, wo sich die beiden Personen drehen. Das wäre hier der Fall gewesen. Und ich versuche jetzt nun, ich muss das halt etwas vergrößern, werde nun mit der Pfeiltaste nach links und nach rechts die Stelle suchen, wo sich die Hände berühren, kurz bevor sich die drehen. Und das wäre meiner Meinung nach an dieser Stelle. Ich schneide dieses Video ebenfalls am Anfang in zwei Teile und lösche den Anfang weg, sodass ich jetzt die beiden Anfänge miteinander synchronisieren kann. Das heißt, die beiden Kameras sind miteinander synchronisiert. Als drittes müsste ich natürlich noch die Kamera 3 nehmen. Ich muss mal schauen, ob ich diese Situation da ebenfalls sehe. Ja, wir haben Glück. Das heißt, diese Kamera hat eine Nahaufnahme dieser beiden Personen aufgenommen, wo sich diese Hände ebenfalls bewegen. Und zwar genau dort, bevor sie sich drehen. Da drehen sie sich. Und ich habe genommen dort, wo sich die Hände berühren. Das heißt, ich verschiebe
die Playline wiederum an die Position, wo sich die Hände berühren. Schneide diesen Clip ebenfalls in zwei Teile, lösche den Anfang und kann auch diese Situation jetzt mit den anderen beiden synchronisieren. Da ich den Anfang abgeschnitten habe, werde ich einfach alle drei Clips miteinander auswählen und etwas nach rechts verschieben und jetzt einfach den Anfang mit Trimmen wiederherstellen. Sie sehen, die Anfänge sind nicht an der gleichen Position. Das hat natürlich damit zu tun, dass die Kameras nicht gleichzeitig eingeschaltet wurden beim Filmen, sondern unterschiedlich. Das heißt, die Anfänge müssen jetzt nichts miteinander zu tun haben, aber im Film sind die Szenen richtig synchronisiert. Achten Sie unbedingt beim Filmen darauf, dass alle Kameras durchgängig filmen, also nicht angehalten werden. Ansonsten müssen Sie bei jedem Punkt eine neue Synchronisation vornehmen. Eine weitere Möglichkeit, die Videosequenzen miteinander zu synchronisieren, ist über das Audio, und ich zeige Ihnen dies anhand eines Beispiels. In meinem Fall hat lediglich die Kamera 1 eine Audiospur und die anderen beiden eben nicht. Ich habe aber eine weitere Aufnahme, also die totale mit Audio, und zeige Ihnen die Synchronisation über den Ton anhand dieser Aufnahme. Das heißt, ich lege diese beiden Aufnahmen ebenfalls untereinander und Sie sehen, dass das Audio der totalen viel leiser ist wie von der Kamera 1. Das heißt, die Audiolautstärken sind natürlich nicht immer genau gleich. Man sieht aber sehr schnell, das sind die Informationen des Audios und da ist ein durchgehendes Band, da haben die Leute geklatscht, das Publikum. Also ich weiß, an dieser Stelle müsste dann auch diese Stelle sein. Unter Umständen ist es aber nicht so praktisch, diesen Anfang zu nehmen, weil eben das Audio etwas leiser ist von dieser Spur, sondern vielleicht eher eine andere Situation. Ich kann diese Situation mal grob an die gleiche Position schieben. Zum Beispiel sehe ich hier so eine Spitze, die auch auf dieser Spur sichtbar ist, etwas kleiner, aber das wäre vielleicht eher ein besserer Synchronisationspunkt. Ansonsten suche ich mir einfach eine weitere laute Stelle im Film, die sich eben sehr gut synchronisieren lässt. Zum Beispiel dieser Anfang, der so abrupt beginnt. Zum Beispiel diese Situation hier. Das wäre ebenfalls möglich. Das heißt also, ich würde jetzt an dieser Stelle da, wo eben etwas beginnt, das Video schneiden, gleich wie vorher, und schneide den Anfang weg. Und meine Situation, die gleiche, wäre nun eben hier bei dieser Aufnahme. Das heißt, ich schneide ebenfalls diese Aufnahme und lösche den Anfang weg und kann so sehr einfach die Anfänge beider Clips miteinander synchronisieren mit der Magnetfunktion. Ich spiele dann einfach das Video einmal ab, um zu hören, ob das sich gut anhört. Wenn Sie ein Echo hören, dann sind die Autospuren zueinander zu fest verschoben. Das hört sich doch sehr gut an. Also das wäre eine weitere Möglichkeit, über das Audio die Clips miteinander zu synchronisieren. Auch hier muss natürlich dann am Schluss wieder das hergestellt werden, was weggeschnitten wurde. Das heißt, ich trimme einfach diese Sequenz auf und trimme ebenfalls diese Sequenz auf und die beiden zueinander sind synchron. Damit Sie die Synchronität nicht verlieren, mache ich jeweils Folgendes. Irgendwo ist die Aufführung ja zu Ende. Das heißt, ich werde dann zum Beispiel am Schluss aller Clips alle miteinander gleich schneiden, sodass alle am gleichen Ort aufhören oder am gleichen Ort beginnen. Wenn ich also eine Asynchronität erhalten habe, dann kann ich einfach die Enden oder die Anfänge wieder zueinander verschieben und habe dann meine Synchronität erhalten. Egal, ob Sie über das Bild oder das Audio synchronisieren, Sie erstellen einfach unterschiedliche Spuren und legen die Videoclips synchron übereinander.